Was geht ab, meine lieben Football-Freunde da draußen? Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wollte euch nur mal ganz kurz ans Herz legen, unbedingt mein Instagram ericgoes2usa auszuchecken. Da kommen jeden Tag entweder geile Stories oder geile Posts oder sogar beides und ihr werdet immer am Laufen gehalten, wann das nächste Video hier kommt. Also es lohnt sich vorbeizugucken und jetzt viel Spaß mit dem Video. What's up, Jason? Welcome back to my nice video here of Easy Money. Es ist 11.30 Uhr morgens und ich chille gerade mal wieder an der guten alten Hatzfeldallee und warte gerade noch auf Nils, denn wir werden heute endlich mal wieder ein paar Drills machen. Sprich, höchstwahrscheinlich einfach ein paar Routen laufen. Er wird werfen, ich werde laufen. Heute, liebe Leute, haben wir eine Premiere, denn zum ersten Mal auf YouTube, zumindest auf meinem Kanal, werde ich mit diesem Helm hier trainieren, Alter. Für alle, die es nicht wussten, dieser Helm wurde mir von einem guten Kumpel Sean ausgeliehen. Das ist eigentlich sein alter Helm, den hat er mir ausgeliehen, damit ich damit ein bisschen trainieren kann. Folgt ihm auf jeden Fall mal auf Instagram, Alter, richtiger Ehrenmann. Der verdient auf jeden Fall ein paar Follower dafür, dass er mir so einen mega geilen Helm zur Verfügung stellt, Junge. Wie geil der einfach ist, auch mit Visier und allem. Ja, und ich habe mich halt dazu entschieden, mit einem Helm zu trainieren, einfach um es ein bisschen echter zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Um einfach das ein bisschen spielnäher zu machen. Also so, dass es mehr ist wie in einem richtigen Game oder in einer richtigen Practice. Und natürlich auch, wenn man probiert, einen Ball zu catchen mit Helm auf, ist es nochmal eine andere Sache als ohne Helm. Ja, aber deswegen warten wir es auf jeden Fall noch auf Nils. Und dann wird richtig schön trainiert, Alter. Ich habe richtig Bock. Let's go. Komplett konzentriert, Digga. Wie geht's dir, Junge? Super. Super duper? Auf jeden Fall. Also Nils haben wir am Start. Guck mal, er hat auch sogar seinen Helm mitgebracht. Richtige Ehrenmann-Aktion, stabil, Junge. Und wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen und so weiter. Dann geht die Party ab, würde ich mal sagen, ne? So Leute, Nils und ich werden jetzt erstmal ein paar Routen machen. Bisher haben wir nur ein bisschen Warm-Ups gemacht und so ein paar Easy-Ups sind wir gelaufen. Jetzt geht die Routenparty los und deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir werden nachher den Winkel noch ein bisschen ändern, damit man mehr sieht und so. Aber wir fangen jetzt erstmal von hier an. Sehr gut, oder? Ja. Alles klar. Let's go. Ja, du bist immer drauf. Ist alles gut. So ist gut. Drei Schritte Pause und dann ready, go! Mach mal als Flop ist lieber. Ready, go! Thank you.
denn? Keine Ausdauer. Hat er eine 10? Ready, go. Zwei Routen, dann hast du es geschafft, dann machen wir was, nicht so anstrengend. Ready, go! Seht ihr Leute, das ist was ich meine, wenn man einen Helm auf hat und den Ball von einem richtigen Quarterback geworfen bekommt, Alter. Es ist so schwer, Full Speed so zu rennen, Digga, und den irgendwie zu catchen, Junge. Riesen Respekt an alle Footballspieler, die das gut können. Unnormalen Respekt an alle NFL-Spieler, Junge. So, ich zeig Nils jetzt mal, wie man richtig wirft. Let's go. Ja gut, vielleicht muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich meine, ich bin ja auch kein Quarterback, ne? Sag ich ja, Quarterback number one in the building, bruh. Let's go. To the catch, Junge. Ciao, Leute.